So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Advance Wars Dual Strike. Und das letzte Mal haben wir vor der 24. Mission aufgehört. Und naja, das sind so ziemlich die nervigsten Missionen, die jetzt gerade kommen, zumindest aus meiner Sicht. Und ich habe mir gedacht, ich muss da jetzt irgendwann mal durch. Und nachdem wir jetzt sowieso nur noch 5 Missionen vor uns haben, habe ich mir gedacht, nachdem ich durch die nächsten paar nervigen durch bin, glaube ich, kann ich das Spiel auch in dieser Aufnahme gleich fertig spielen, je nachdem, wie lange ich jetzt dafür brauche. Aber mal schauen, also wenn ich jetzt relativ schnell durch die Mission durchkomme, dann werde ich wahrscheinlich in dieser Aufnahme fertig werden. Aber schauen wir mal weiter. The Macroland Reinforcements were unfortunate, shall we say, but I know how to take out a group of low-class trash. Please, my lord, let me take them to task. Candy. Yes. No one has caught on my plan, have they? Not a chance. The Allied forces are in disarray. Our surprise attack has panicked them. Those uneducated Philistines have no idea what we are planning. I hope you speak the truth. My lord. Oh, enough. Leave me. I grow tired. I must rest. The mud covers my foot with the foulest of slickness. I can barely keep my footing. I heard this area gets a lot of rainstorms. That would explain the mud. There's no time to gripe and mourn. We'll just have to slog as best as we can. We're near Black Horse's front lines. Who knows what they're planning? Everyone step lightly and keep moving. Hey, what are you why are you stopping? What did I just say? The late Uranians are stuck in the mud. Stand aside. I, Xavier, will rescue you from any and all manners of distress. This is what happens when you lose focus. Hold on, let me help too. It was inevitable under these conditions. We should have scouted ahead. Enemy troops detected. Launch primary defense applications. By your command. You. It's Commander Drake. By the keen eye of my blade, could this be another of those clones? We still have units trapped in the mud. They'll be overrun by the enemy. Move it, people. Ja, wir haben hier oben eine hübsche Armee, die allerseits schön belagert wird von den Haufen Fernwaffen. AKA 4 Raketenwerfer, 2 Artillerieeinheiten, ein paar Flak-Einheiten, um noch ein paar schwächere Nahkampfeinheiten abzufangen und natürlich nicht zu vergessen einem Schlachtschiff. Und die müssen wir da oben irgendwie rauskriegen. Das Tolle hieran ist, ich könnte euch, wenn ich es denn hinbekomme, mal zeigen, wie stark denn die Tech-Kombination aus Sami und Eagle ist. Denn die werde ich hier nämlich mal ein bisschen auspacken. Die sind beide leider noch Rang 0, das heißt, ich kann ihnen jetzt keine Skills geben. Es gibt nämlich da ein paar Skills, die können... mal schauen, haben wir die denn eigentlich schon? Nee, nicht mal Jake hat die. Die kommen nämlich erst hier, soweit ich es weiß. Auf dem 6. Rang. Aber ich brauche in der Orangen Armee sowieso jemand ganz anderes. Ich brauche hier nämlich Colin und Sascha. Und Colin ist ja mittlerweile Rang 2. Was bedeutet, dass ich ihm einen weiteren Skill geben kann? Ja, das wäre für die Mission gar nicht mal so schlecht, weil wir ein paar Boote haben, oder eins zumindest. Dann sind wir mit den Vorbereitungen ja eigentlich auch schon fertig. Aber mal schauen, wie weit wir hier kommen. Ich werde diese Mission hauptsächlich dadurch gewinnen, dass ich das Hauptquartier hier besetzen werde. Also zumindest hoffe ich, dass ich das schaffe. Irgendwie müssen wir da durch. Also. Let's go. Mission 24, Pincer Strike. Sis, what's going on? Are you getting weird about feeling again? A weird gut feeling again? Yes,
but I don't know if it's good news or bad news. Be on your guard, 3 days from now something is going to happen. Ja, das sollte man auf jeden Fall beachten, diese Warnung. Okay, ich muss erstmal diesen Megatank hier hinkriegen und ich brauche auf jeden Fall die Basis da oben. Die Battlecopter können schon mal ein bisschen nach vorne fliegen. Jo. Ich würde mir gerne dieses Landstück da hinten krallen, allerdings haben die da hinten ganz schön was stationiert und ich komme da kaum ran. So. Ich brauche zuallererst mal ein paar Infanterieeinheiten. Das ist erstmal das Wichtigste. Das Schlachtschiff muss hier stehen. Über... Naja, wir haben ja einen neuen Co. hier. Über Drake kann ich jetzt auch noch was sagen. Nachdem ich den Dialog vorgelesen habe. I heard Omega Land wasn't much to look at, but the sea is so beautiful. I won't let Black Hole turn it into a desert. Not if I can stop them. You're right. That would be tragic. Let's kick them out before it happens. Ja, Sammy, das werden wir machen. So, nachdem die Fernwaffen mich alle sowieso gnadenlos abknallen werden, die sind dabei wirklich sehr gnadenlos, kann ich die Einheiten genauso gut in ihre komplette Range reinbewegen, weil ich sowieso nicht drumherum komme, dass die mich abschießen. Allerdings werde ich im Wald bleiben, damit ich wenigstens noch ein bisschen Deckung habe. Vorwärts bewegen, wie es irgendwie geht. Okay. Recht viel weiter komme ich nicht. Ich muss einfach nur hoffen, dass die mir in der nächsten Runde nicht allzu viel abschießen. Awaiting orders. Initiate battle programming. By your command. Das Ganze hier mal ein bisschen beschleunigen. Werden mir jetzt sowieso alles kaputt schießen. Oh, sehr schön, der hat den Artillery Bite genommen. Ich wollte ja, dass der die abschießt, die brauche ich hier nämlich eh nicht. Das einzig Gute an dieser Situation ist, wir haben jetzt mit Sammy schon 4,5 Sterne. Das heißt, ich kann dann jetzt direkt zu Eagle wechseln. Das lädt die Tech Power nämlich ganz schön schnell auf. So, wegen dem Schlachtschiff trauen sich die jetzt nicht näher ran, das ist gut. Ich weiß noch nicht, ob ich mich durch die Kopter schon da hoch bewegen soll. Es ist schließlich diese blöde Missile da. Allerdings. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte sie hierhin bewegen. Dort kommt weder die Missile noch die Flak-Einheit ran, weil rundherum keine angrenzenden Landfelder sind. Ich mache hier mit den beiden erstmal nicht so viel. Brauche ich nämlich noch später.
ihrem gesamten Geld vor allem. Immer wenn ich Colin spiele, habe ich irgendwie was mit Geld vor, das wisst ihr ja mittlerweile. So. Was schießen wir denn da ab? Ich wäre ja fast für den hier, weil der steht mir jetzt so minimal im Weg. So, der kommt leider da nicht ran, aber wenn wir hier schon mit Sammy spielen, dann nutzen wir wenigstens diesen riesen Vorteil von ihr aus. Ach ja, ich wollte ja immer noch was über Drake sagen, ne? Den haben sie nämlich in diesem Spiel auch ein kleines bisschen umgekrempelt. Seine Seeeinheiten machen jetzt alle 20% mehr Schaden. Und ich weiß nicht, haben sie die Plus 1 Movement noch drauf? Ich meine, das haben sie eben weggenommen dafür. So, ich muss jetzt zuallererst mal die Raketenwerfer hier kaputt schießen. Oder so weit damagen, dass sie mehr oder weniger unschädlich sind. Soweit das halt irgendwie geht. Was nicht unbedingt immer der Fall ist. Schön mit der Infanterie noch nachsetzen. So, und schön noch die Artillerie da reinstellen, damit die möglichst von allem angegriffen wird, was die haben. Und jetzt, nachdem die ja immer noch ordentlich Beschuss kriegen, werde ich jetzt auf Eagle wechseln, damit sich dem seine Tech Power auch ein bisschen auflädt. Nehmen Sie die Einheiten schon. Drake's Super Core Power ist ready. Den wollte ich jetzt sehen, den Kampf, weil der hat mich jetzt wirklich interessiert, wie der ausgeht. Raining. This is no mere squall. It's like standing beneath a thundering waterfall. This is more than a little inconvenient. And we can't see a thing. Looks like the fog of war is rolling in, but we can turn that to our advantage if we use the woods wisely. Ja, das ist eine weitere Mechanik, die der Regen mittlerweile bringt. Immer wenn es regnet, gibt es einen verschärften Kriegsnebel. Das heißt, es ist nicht nur normaler Kriegsnebel, alle Einheiten sehen auch noch ein Feld weniger weit als gewöhnlich. So, und weil ich hier irgendwo einen Megatank rumstehen sehen habe, werde ich da jetzt mal einen Missile reinschmeißen. Einfach so, weil ich es kann. Dann helfe ich da oben mit dem B-Copter ein bisschen aus, dass die da die Raketenwerfer schneller kaputt kriegen. So, die Basis haben wir. Dann jetzt geht's. Ups, das wollte ich nicht. Geht es darum, dass wir hier ein bisschen eine kleine Verteidigung haben. Da kommen die nämlich erstmal nicht so schnell vorbei. Und was ich vor allem machen will, ich tauche hier mein U-Boot, damit ich hier was sehe. So. Dann den Speer stelle ich hier hin. Im Kriegsnebel ist es nämlich immer wichtig, dass man genug sieht. Das wisst ihr ja mittlerweile. Mit Colin und Sascha mache ich aber hier nicht so viel. Die Mission hier will ich eigentlich hauptsächlich mit Sammy und Eagle gewinnen. So.
erstmal damagen, was geht. Wenn wir hier schon eine Mechanheit in Position stehen haben, dann können wir die hier auch gleich zum Angreifen benutzen. Die hat nichts in Range. Das Ding hier muss noch weiter weg. Ich glaube, der sollte es hingebacken bekommen, die Flak-Einheit hier zu finishen. Dann den Neotank benutze ich mal hierfür. Oder das, was von dem Neotank noch übrig ist, besser gesagt. Nur noch darum, die AT da wegzurotzen. Er kommt da leider nicht ran. Aber ich krieg das Ding noch so gut wie weg. Ich werde es aber nicht ganz wegmachen. Ich werde hier lieber erstmal anfangen zu besetzen. Schau's mal, ob du den noch kaputt kriegst. War so klar, dass das jetzt nicht mehr reicht. Auf jeden Fall stelle ich hier den APC noch hin. Damit ich da von da unten erstmal keine Verstärkung ranrücken kann. Ich hätte noch auf Sami wechseln müssen, damit ich den Capture da hinten sicher durchkriege. Daran kann man jetzt nichts mehr ändern. Ja, wenigstens schießt er nur die kleine Einheit da hinten kaputt. Naja, gut, der greift hier die Einheit auf dem Flughafen an. Ausgegangen. Allerdings schießen die mir jetzt wahrscheinlich trotzdem den Megatank kaputt. Ich mag Drakes Gabe nicht. Stand, aber jetzt nicht mehr. Zuallererst mal brauchen wir das hier. Nämlich Geld. So. Nachdem der hier noch nicht ganz so hart beschädigt ist, werde ich den hier erstmal ein bisschen anschießen. So, dann hier mal weiter besitzen. Artillerie hier muss auf jeden Fall weg. So schnell wie es geht. Okay, hier stand etwas und sogar etwas, was ich überhaupt nicht gerne mag. Zumindest nicht mit einem B-Copter. Darf sein. Das kommt aber leider nicht. Na dann brauchen wir halt einen neuen Megatank.
Colin hat schließlich das Geld. Denn wirklich muss ich das Ganze hier eben mit Colin und Sascha machen. Aber gut. Ich bin am Überlegen, ob ich eine Tech Power hier mal reinhauen soll. Einfach mal, um zu zeigen, was die kann. Weil ich glaube, dass ich brauche die jetzt sowieso, um die ganze Situation hier überhaupt noch zu retten. Mir ist nämlich hier schon wieder definitiv zu viel kaputt. Und ich glaube, ich werde auch eine reinschmeißen. Ich brauche nämlich sowohl den Flughafen als auch die Basis da, und die kriege ich am einfachsten eben, indem ich jetzt eine Tech Power reinschmeiße. Ja, ich glaube, hier wische ich ein paar von meinen eigenen Einheiten, aber ich werde auch einen Großteil vom Gegner wischen. Aber ich denke, ich werde ihn hier reinschmeißen. So, ja, ich werde euch einfach mal zeigen, was diese Power jetzt eigentlich so alles kann. Wer die beiden Gaben von Eden und Sammy kennt, der weiß sowieso schon, was einem jetzt blüht. Und hier, meine Damen und Herren, die stärkste Tech-Power im Spiel. Wir hatten jetzt erstmal unseren eigenen guten Zug, gefolgt von einem kleinen Lightning Strike, wodurch wir unsere Einheiten jetzt nochmal ziehen dürfen. Und jetzt, wo unser Zug mehr oder weniger beendet ist, naja gut, ich werde hier noch ein bisschen reinschießen. Ja. Jetzt werden wir wechseln und kriegen unseren dritten Zug. Das Schöne an Tech Powers mit Eagle. So, unsere Mech-Einheiten und Infanterieeinheiten können jetzt Marathon laufen. Und was sie vor allem ist, das ist wirklich jetzt mal das schönste Beispiel, das wir haben können. Das ist eine Mech-Einheit mit, oder eine Infanterieeinheit mit einem HP. Und seht mal, was passiert. Instant Capture. Das gleiche können wir auch mit einer 7 HP-Einheit machen. Schießen wir den da hinten noch endgültig kaputt. Den stellen wir da hin. Brauchst ein bisschen Benzin. So. Das war's dann erstmal. Mit seinen beschädigten Einheiten dann nicht mehr wirklich durch. Krieg zum Glück auf den Kopf dann nicht mehr komplett abgeschossen. Oh, und da hat er noch eine 1 HP Raketenwerfer. Wo steht denn der? Irgendwo in einem Wald. Und die wechseln auf Chugger. So. Ja, schießen wir erstmal den da kaputt. Ja, darf ich hier mal zurückziehen, und du schießt hier erstmal den da kaputt. Hier mal schnell fertig besetzen.
weiter besetzen. Und dann bauen wir hier noch einen Neotank hin. So. Bei Sammy und Eagle da oben sieht es jetzt gerade nicht so toll aus. Ich kann jetzt momentan auf die blöde Flak-Einheit, mit der Flak-Einheit nicht wirklich so viel helfen. Mit den beiden. Also bleibt mir gerade nicht wirklich so viel anderes übrig, außer meinen Zug zu beenden. Wenn man so betrachtet, hätte ich den Kopf da vielleicht dort stehen lassen sollen. So, ich bin jetzt noch wirklich hart am Überlegen, wo ich meine Einheiten noch hinbewegen soll. Aber ich denke mal, zuallererst brauchen wir so etwas. Und dann, ja, warum nicht? Eine Neotank. Schadet nie. Gut, so hat man das ganze Geld gespart, ne? Oh, jetzt ist das Schlachtschiff da unten in Reichweite. Mein Schlachtschiff mit seinem U-Boot ab. Räumen wir jetzt von unten auf. Und ich möchte außerdem hier mal ein bisschen rumschauen. Infanterie auf Berg. Immer wieder schöne Sichtweite. Beiden Einheiten hinten kann ich kaum noch retten. Aber ich spare jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld, damit ich in der nächsten Runde eine kleine Co-Power mit Colin reinhauen kann, damit ich darauf wieder schön viel einkaufen kann.